Mensch, Amerika, was ist nur los mit dir? Zwischen den USA und Europa droht ein Handelskrieg und auch bei Zukunftsthemen wie dem Klimawandel herrscht offener Streit. Diese Krise im transatlantischen Verhältnis möchte ich zum Anlass nehmen, um in unserer neuen Interviewreihe mit Menschen zu sprechen, die uns Amerika besser verstehen lassen. Hier im geschichtsträchtigen Willard Hotel in Washington ist gerade ein europäischer Regierungschef zu Gast, der auf einer schier unmöglichen Mission unterwegs ist. Er will Präsident Trump zum Umdenken bewegen. Sebastian Kurz ist seit Dezember 2017 Bundeskanzler der Republik Österreich. Seine politische Karriere verlief rasant. Mit 24 Jahren wurde er in seinem Land jüngster Staatssekretär aller Zeiten. Mit 27 jüngster amtierender Außenminister und dann mit 31 Jahren jüngster Kanzler in der Geschichte Österreichs und zugleich jüngster Regierungschef in Europa. Herr Bundeskanzler, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Die Bar, an der wir hier stehen, die wird in Washington das Oval Office unter den Bars genannt, weil alle Präsidenten seit Abraham Lincoln hier wohl schon mal gestanden haben. Sie wissen schon wieder mehr als ich. Ja. Dafür waren Sie gerade im echten Oval Office als erster österreichischer Bundeskanzler seit 13 Jahren. Und das zu einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen den USA und Europa ja als äußerst angespannt gilt. Waren Sie persönlich auch etwas angespannt, als Sie dem Präsidenten da entgegengetreten sind? Naja, den amerikanischen Präsidenten trifft man als österreichischer Bundeskanzler nicht jeden Tag. Und das Verhältnis, wie Sie zu Recht sagen, zwischen den USA und der Europäischen Union war ja schon mal besser. Ich glaube, gerade deshalb ist es aber wichtig, den Kontakt zu suchen. Die USA sind die Supermacht schlechthin. Wir brauchen ordentliche transatlantische Beziehungen, egal wer gerade amerikanischer Präsident ist. Und für uns in Österreich als exportorientiertes Land sind die USA, die unser zweitwichtigster Handelspartner nach Deutschland sind, natürlich auch sehr entscheidend. Und der Handelskrieg, der potenzielle, der macht uns große Sorge. Sie sprechen es schon an, den Handelskrieg. Sie haben dem Präsidenten ja als Gastgeschenk ein Fernglas mitgebracht. Wollten Sie ihm damit zu etwas mehr weltpolitischer Weitsicht verhelfen? Nein, würde ich nie machen, aber natürlich zumindest helfen bei einem klaren Blick nach Europa. Der Freihandel ist ganz wichtig für exportorientierte Länder wie Österreich, Deutschland und andere. Und insofern hoffe ich, dass wir einen Handelskrieg vermeiden können und die Verhandlungen, die derzeit laufen zwischen der Europäischen Union und den USA, am Ende doch von Erfolg gekrönt sind. Was ist denn Ihr Gefühl? Wie stehen die Chancen, dass sich dieser Handelskrieg noch abwenden lässt? Auch speziell jetzt nach dem Gespräch, das Sie mit Präsident Trump geführt haben. Naja, er ist sehr klar in seiner Position. Die kommt auch in den USA gut an. Er hat aber durchaus auch Verständnis, wenn man ihm sagt, dass die Unsicherheit, die derzeit herrscht, weder der Wirtschaft in Europa noch der Wirtschaft in den USA nutzt. Und insofern hatte ich schon den Eindruck, dass er einen Deal mit der Europäischen Union zustande bringen möchte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es uns auch wirklich gelingt oder ob er zu ungeduldig wird und zuvor schon unilaterale Maßnahmen setzt. Ich glaube, vom Tempo her geht ihm zu wenig weiter. Mal schauen, ob wir das beschleunigen können. Als Sie aus dem Weißen Haus kamen, da sagten Sie, er habe es besonders auf Deutschland abgesehen. Wie erklären Sie sich das? Hat das vielleicht auch mit dem schwierigen persönlichen Verhältnis mit der Bundeskanzlerin Merkel zu tun, das der Präsident hat? Das weiß ich nicht, ob es damit zu tun hat. Ich glaube, es hat vor allem auch damit zu tun, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union ist. Sicherlich Deutschland dadurch auch international sehr stark für die Wirtschaftskraft Europas steht. Und vielleicht denkt man in den USA auch, dass wenn man Deutschland unmittelbar trifft, dass dann eine noch schnellere Bewegung in der Europäischen Union möglich ist. Es würde aber ohnehin nicht nur Deutschland treffen, sondern Sie wissen, die österreichische Industrie ist eng mit der deutschen verwoben. Wir sind sehr stark in der Autozulieferindustrie, wie andere Länder auch. Also der Schaden wäre dann schon für uns alle da. Ein US-Regierungsvertreter hat mir gesagt, dass der Präsident sehr beeindruckt von Ihnen gewesen sei, weil Sie dagegen gehalten haben, wenn er Sie hart angegangen ist. Hat der Präsident Sie persönlich denn auch beeindruckt und wenn ja, wie? Also es war ein nicht unfreundliches, aber sehr direktes, nicht immer ganz diplomatisches und auch sehr hartes Gespräch, weil wir natürlich in den Themen, die wir besprochen haben, sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Aber ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, vor allem mit denjenigen zu reden, mit denen man nicht überall einer Meinung ist. Und insofern bin ich froh, dass das Gespräch stattgefunden hat und insbesondere auch die Möglichkeit, mit einigen seiner Beratern zu sprechen, mit dem Außenminister, mit seinem Schwiegersohn, der, glaube ich, auch viel Einfluss auf ihn hat. Das leistet vielleicht einen kleinen Beitrag,
um die Dinge in die richtige Richtung zumindest einen Schritt zu bewegen. Sie sagten gerade, das Gespräch sei sehr hart, teilweise undiplomatisch gewesen. Da muss man sich ja irgendwie auch darauf vorbereiten, auf so ein unkonventionelles Gespräch. Wie sind Sie da rangegangen? Also die Bundeskanzlerin Merkel hat es ja auf die sachliche Tour versucht, Macron mit einer Schamoffensive. Was war Ihr Zugang zu Donald Trump? Also ich glaube, auf Gespräche mit Donald Trump kann man sich nicht wirklich vorbereiten, aber es war kein sonderlich dramatisches Gespräch. Es war freundlich im Ton und relativ hart in der Sache. Also in etwa so, wie wir uns das auch erwartet haben. Was mich durchaus positiv überrascht hat, war, dass er sehr viel Interesse an Europa gezeigt hat, dass er sehr viel nachgefragt hat. Ich hatte also nicht per se den Eindruck, dass es ihm egal ist, wie das Verhältnis mit Europa ist. Und insofern sollten wir uns anstrengen. Wir haben nichts davon, wenn wir schlechte transatlantische Beziehungen haben. Wir haben ohnehin mit Präsident Putin und Russland einen Nachbarn, den wir gerade sanktionieren. Wir haben viel Unsicherheit im Süden der Europäischen Union. Also halbwegs gute Kontakte aus Europa irgendwohin in die Welt, das würde uns nicht schaden. Sie haben vorhin gesagt, auf ein Gespräch mit Trump kann man sich nicht vorbereiten. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Interpretationen darüber, wie Trump Außenpolitik macht. Die einen sagen, er ist ein großer Stratege, er weiß genau, was er tut. Die anderen sagen, es ist alles sehr impulsgesteuert aus dem Bauch heraus. Was war Ihr persönlicher Eindruck? Ich glaube, beides stimmt ein bisschen. Ich habe den Eindruck, dass es durchaus in seinem Team sehr strategische Ansätze gibt, ganz genaue Ziele, was man im Nahen Osten zustande bringen will, was man in Korea zustande bringen will, was man in Fragen des Handels zustande bringen will. Das heißt nicht, dass wir überall denselben Zugang haben oder die Ansichten teilen, aber die Ziele, die die Administration hat, die sind in all diesen Fragen sehr, sehr klar. Und darüber hinaus ist er sicherlich jemand, der oft sehr schnell und manchmal auch alleine überraschende Entscheidungen trifft. Also ich würde sagen, beides ist richtig. Da ist schon ein klarer Plan dahinter, wo die USA hin möchte, was diese Administration will und sicherlich die eine oder andere überraschende Impulsentscheidung. Sie sprechen den klaren Plan an. Auch Europa ringt jetzt um einen klaren Plan. Der deutsche Außenminister, der sagt, Europa und Deutschland müssten sich unabhängiger machen von den USA. Glauben Sie, dass Europa eigentlich auf diesen sogenannten Weltpolizisten Amerika überhaupt verzichten kann? Es kommt darauf an, von welchem Bereich wir jetzt sprechen. Wenn wir von Sicherheitsfragen sprechen, dann können wir sicherlich als Europäische Union stärker werden, indem wir noch enger zusammenarbeiten in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik. Wir als Österreich sind ein neutrales Land und kein NATO-Land. Insofern müssen das andere beurteilen. Aber von der Außenwahrnehmung würde mir doch vorkommen, dass die NATO ohne die USA deutlich schwächer wäre als mit den USA. Insofern, ja, ich bin für eine stärkere Zusammenarbeit in Sicherheits- und Verteidigungsfragen innerhalb der Europäischen Union. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass man sich gegen Amerika oder gegen den Rest des Westens richtet. Es gibt ja viele Themen, die die USA und Europa im Moment trennen. Nehmen wir das Iran-Abkommen, an dem Österreich und Deutschland ja festhalten, oder die Nord Stream 2 Pipeline, die Österreich ja unterstützt. Wie genau hat der Präsident versucht, Sie da von abzubringen sozusagen? Ja, so leicht lassen wir uns nicht von unserer Position abbringen. Wir haben, was den Iran betrifft, einen klaren Blick. Wir halten es für absolut inakzeptabel, wenn der Iran das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Wir kritisieren sehr viele Positionen des Irans, aber das Atomabkommen, das ist aus unserer Sicht ein Beitrag zu mehr und nicht zu weniger Sicherheit. Und Nord Stream 2, das ist ein Projekt, das Energiesicherheit in Europa, in Deutschland, in Österreich bringt, das dazu führt, dass wir im Winter heizen können und unsere Industrien ordentlich mit Gas versorgt werden können. Und insofern werden wir das Projekt auch weiterhin unterstützen. Wir müssen auf die Bedürfnisse der Ukraine und anderer Staaten auch Rücksicht nehmen. Aber in Summe ist es ein positives Projekt. Manche Zeitung in Deutschland, die hat etwas argwöhnisch geschrieben, der Präsident Trump, der hofiere sie, um eine Brücke zur europäischen Rechten zu schlagen und einen Keil durch Europa zu tragen. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Also ich tue mir schwer mit dieser ständigen Überinterpretation von Dingen, die so nicht sind. Zuerst hat es im Spiegel geheißen, wir werden nicht ernst genommen und bekommen, wenn einen Termin, dann überhaupt nur 15 Minuten. Jetzt heißt es, wir sollen der Plan sein, um ganz Europa zu spalten. Also ich würde die Rolle Österreichs nicht überinterpretieren und ich würde sie auch nicht zu gering schätzen. Wir sind ein kleiner aktiver Mitgliedstaat der Europäischen Union. Wir sind nicht nur proeuropäisch, sondern wir treten immer für einen europäischen Zusammenhalt und, wo es möglich ist, für eine gemeinsame europäische Linie ein.
Das heißt nicht, dass die immer von den großen Ländern diktiert werden muss. Auch kleine sollen die Möglichkeit haben, mitzusprechen und die Linie mitzugestalten. Aber wir haben sicher kein Interesse, uns als Europa von irgendjemandem spalten zu lassen. Ich habe aber auch in meinem Gespräch nicht den Eindruck gehabt, dass das das Ziel der amerikanischen Administration sei. Ich glaube, die Ziele, die sie verfolgen, die sind sehr klar, die artikulieren sie auch, was den Handel betrifft, America first. Das widerspricht unseren Zielen und unseren Überzeugungen. Das ist das Thema, auf das wir fokussieren sollten. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen vorsichtiger damit sein, immer irgendetwas hineinzuinterpretieren, was in Wahrheit nicht ist. Sie haben gerade die Argumente nochmal vorgetragen, auch für Freihandel. Hatten Sie das Gefühl, dass der Präsident das nachvollziehen kann oder hat er sich da sehr abwehrend gezeigt? Nein, es war ein wirklich ganz gutes Gespräch dazu. Ich hatte schon den Eindruck, dass der Präsident unsere Argumente und unsere Sicht der Dinge auch nachvollziehen kann. Das heißt nicht, dass er seine Position geändert hat, aber er hat durchaus Verständnis für unsere Argumente und für unsere Sicht der Dinge gezeigt. Ich glaube, wichtig wird sein, zu versuchen, dass wir uns einigen auf einen Kompromiss. Hat er denn gesagt, was er erwartet, um diesen Kompromiss schließen zu können? Ja, natürlich haben wir das besprochen. Wir haben sehr genau eigentlich besprochen, vor allem mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo die USA der Meinung ist, dass das derzeitige System ein ungerechtes ist, welche Änderungen sie sich erwarten. Und wir haben auf der anderen Seite versucht, unsere europäische Sicht darzulegen, wo wir uns Veränderungen vielleicht vorstellen können und wo wir uns sehr schwer täten, einer Änderung zuzustimmen. Und wie könnte so ein Kompromiss ganz konkret aussehen? Was glauben Sie? Also ich glaube, erstens ist das Thema ein bisschen zu komplex, um es in ein paar Minuten dazu erörtern. Und zum Zweiten, glaube ich, sollten wir diese Verhandlungen zwischen der Kommission und den USA dort belassen und nicht medial führen. Was raten Sie denn Herrn Juncker, wenn Sie nach Hause kommen und er fragt? Der braucht keine Ratschläge von mir. Ich bin froh, dass Präsident Juncker und die Kommission diese Verhandlungen führen. Es ist besser, in einem Verhandlungsprozess zu sein, als in einer Spirale der unilateralen Maßnahmen. Was ich nicht weiß, ist, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, an Tempo nochmal zuzulegen. Ich glaube, das wäre in unserem Interesse, aber auch im Interesse der Amerikaner. Wenn wir hier an Tempo zulegen könnten, haben wir vielleicht bald schon mehr Sicherheit für die Wirtschaft. Und in einer Zeit, in der ohnehin die Konjunktur sich in Deutschland und auch anderswo eintrübt, würde das wahrscheinlich eine positive Stimmung in der Wirtschaft auslösen. Wenn Sie nach Hause kommen und Ihre Lebensgefährtin fragt Sie, wie war denn der Präsident persönlich? Wie würden Sie ihr den Menschen Donald Trump beschreiben? Ich bin niemand, der sich anmaßt, nach etwas über einstündigen Gespräch einen Menschen analysieren oder beschreiben zu können. Den Menschen Donald Trump habe ich nicht ausführlich kennengelernt. Ich habe ein Gespräch mit dem Präsidenten geführt und das war ein im Ton ordentliches und in der Sache hartes Gespräch. Wie war Ihr Abendessen mit dem Berater Jared Kushner und Ivanka Trump? Konnten Sie da die Argumente auch nochmal hinterlegen? Das war sehr nett. In einem privaten Rahmen redet es sich immer noch eine Spur besser als im offiziellen Rahmen im Weißen Haus oder anderswo in Regierungsgebäuden. Insofern war das ein guter Austausch. Ich glaube, es ist wichtig, einfach Verständnis füreinander zu entwickeln. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Herr Bundeskanzler. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.